Erörterungen fort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der AfD beschäftigt sich mit Rechtsbehelfen für Verbänden mit Umweltangelegenheiten. Aber was heißt das eigentlich wirklich konkret? Konkret geht es hierbei um die Deutsche Umwelthilfe. Und da muss man auch mal sagen, das ist natürlich ein problematischer Fall. Wir reden über einen Verein, der gerade mal 361 Mitglieder hat, aber dafür immerhin 100 Mitarbeiter. Und genau mit diesen Mitgliedern und Mitarbeitern ein ganzes Land tyrannisiert und irgendwie seinen Willen aufzwingen will. Ein Verein, der sinnvolle Instrumente des Rechtsstaates, pervertiert, um für eigene Politik zu betreiben. Und genau so darf es nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Die Deutsche Umwelthilfe ist im Grunde ein plumper Abmahnverein. Sie benutzt sehr kritische Grenzwerte, übrigens, liebe AfD. Wir haben das auch schon im Deutschen Bundestag hier mit einem eigenen Antrag eingebracht. Also Ihre Ausführungen von gerade eben stimmen einfach nicht. Wir fordern ganz klar, die Grenzwerte temporär auszusetzen, damit wir hier vorübergehend Fahrverbote auf jeden Fall vermeiden können. Aber Sie scheinen das wohl zu vergessen. Die Deutsche Umwelthilfe lässt sich dann auch noch von bestimmten Autokonzernen mit ganz gezielten Geschäftsinteressen teilweise finanzieren und fördern, ja, um somit ihren eigenen Kulturkampf gegen das Auto voranzutreiben. Und ich sage es ganz deutlich, diese Umweltinquisition namens Deutsche Umwelthilfe, ja, die ist genauso kurzsichtig wie ihr historischer Beiname. Ja, es bringt gar nichts, es bringt absolut rein gar nichts, das Auto einfach nur von bestimmten Straßen wegfahren zu lassen, in andere Straßen hinein. Dieser überzogene Hass gegen den Individualverkehr mit dem Automobil, das verschlimmert gerade in Metropolen wie meiner Heimat, das Ruhrgebiet, die bereits vorhandenen Mobilitätsprobleme enorm. Und genau das hat die Deutsche Umwelthilfe zu verantworten. Und das ist einfach nur unverantwortlich. Aber schauen wir uns auch mal ruhig noch die Geschäftspraktiken der Deutschen Umwelthilfe weiter an. Wer über 2 Millionen Euro mit Abmahnschikanen gegen Einzelhändlern erwirtschaftet, sich dabei auch noch selbstlos gibt und dann jährlich Mitarbeitern Gehälter auszahlt, von denen manche Bürgerinnen und Bürger echt nur träumen können, der missbraucht gerade Rechtsbehelfe eigentlich nur zur persönlichen Bereicherung und gängelt damit die Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Rechtsstaat ist eben kein Versorgungswert und Rechtsbehelfe sind kein Renditeprodukt. Herr Kollege Müller-Böhm, Die Linke würde keine Zwischenfrage. Wir wissen doch, der Rechtsstaat lebt von der Akzeptanz, dass unsere Gesetze angemessen angewandt werden. Und die Deutsche Umwelthilfe nutzt hingegen den Rechtsstaat einfach nur blank aus und beschmutzt nebenbei auch dann noch die seriöse Arbeit mancher sehr guter Umweltverbände. Was dabei nicht so stehen gelassen werden kann, ist, dass sie das auch noch alles mit einer moralischen Überlegenheit tun, die so unglaublich arrogant daherkommt, dass sie gerade die Fleißigen dieser Gesellschaft mit einem sogenannten Titel ökologische Marktüberwachung die ganze Zeit auch noch abmahnen wollen. Das ist absolut unanständig und unfassbar. Jetzt muss ich aber auch noch mal auf die deutsche Bundesregierung zu sprechen kommen. Ja, ich bin jetzt mal so naiv und würde glauben, die tut was da in der Richtung, die wird jetzt mal aktiv. Aber nein, sie fördert auch noch die Deutsche Umwelthilfe mit ihrem Klimakreuzzug finanziell und mit Förderprogrammen und Gemeinnützigkeit. Ich frage Sie jetzt mal ganz ehrlich, wie sollen wir eigentlich irgendeinem Handwerker, kleinen Mittelständler oder dem Autopendler, der tagtäglich halt eben fleißig zur Arbeit fahren muss, wie sollen wir dem erklären, dass er brav Steuern bezahlt, aber Sie hinterher mit Gemeinnützigkeit und Fördermitteln dafür Sorge tragen, dass diese Leute noch schlechter zur Arbeit kommen? Erklären Sie das mal draußen jemandem. Und es stellt sich einfach die Frage, dann auch, tut mir leid, liebe Union, warum Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher sagt, die Deutsche Umwelthilfe sei semikriminell, aber dann hingegen selber kaum etwas tun. Das ist doch unglaubwürdig. Also, was brauchen wir? Wir brauchen eine vernünftige Lösung, um den Missbrauch von Rechtsbehelfen zu lösen. Allerdings Umweltverbände dabei zu sabotieren, die anständige Arbeit leisten, kann auch nicht das Ziel sein. Das ist ein Kollateralschaden, den wir nicht in Kauf nehmen können. Die Lösung muss halt eben so sein, dass der Rechtsstaat hier eine angemessene und ausgewogene Lösung findet. Vielen Dank. Klaus Mindrup, SPD, ist der nächste Redner.